Ich bin auch nicht mehr der Jüngste, das ist richtig. Danke dafür. Frech ist die Frau. Was sagst du zu meiner Belohnung? Zu meinen tollen Captain Crash Coins. Das Icon ist zwar ziemlich klein, aber. Aber man sieht ja nur einen schwarzen Punkt. Da unten steht eigentlich mich noch 1986, so als Prägung, habe ich gedacht. Richtig billig alles zusammengeklüppelt. Aber wenn ich dann, falls. Also ich habe auch. Irgendwann mal vor, in ferner Zukunft, dann vielleicht jemand zu bezahlen, das ordentlich zu machen. Funktioniert. Sehr gut. Einmal ein bisschen sexy time. Lass mich raus. Genau, nee, wenn ich dann jemanden bezahle, habe ich zumindest schon mal so eine grobe Richtung. Kann ich jetzt auch als Plattform. Ha! Das ist ja großartig! Warte mal, das war auch der Plan, ne? Ha! Boah, bin ich genial, ey. Direkt gecheckt, ey. Das freut mich sehr. Und da kann ich halt irgendjemand sagen, ja, hier soll das, so soll es ungefähr aussehen. Bitte schön, mach was draus. Sollen wir nach da hinten kommen, frage ich mich gerade an der Stelle. Oh, nee, warum? Oh. Aha, Hilfe. Habe ich irgendwie eine Möglichkeit, da hinten hinzukommen? Kann ich mir so eine ganze Brücke... Tropfen ja weniger, ne? Also ich tropfe ja weiter, meine ich. Oder? Oder hört ihr auf zu tropfen? Ne, tropf weiter. Ey! Hä, warum geht denn die kaputt da? Ey, okay, die dürfen hier nicht nach hinten. Hmm.
Och, komm. Alter, oh Gott, ist der laut, ey. Okay, ich bin wach. Danke, Riese. Ist es eigentlich Resum? Also so wie... Irgendwas? Also, weißt du Englisch? Some? Something? Oder Rhizome? Nee, keine Sorge, jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Rhizome. Okay. Okay. Jetzt wird's peinlich, aber du bist jetzt auch gerade der Dritte im Bunde. Neben Flo und Emmy. Oder verstehe ich da was falsch? Ach, du bist Emmy, okay. Sorry. Okay. Ja, dann hi. Nochmal. Sirius. Auf Tisch bist du immer mit dem Account unterwegs. Okay, sorry. War ich mir jetzt halt nicht sicher, deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Wie komme ich jetzt da hinten hin, verdammt? Kann ich mir irgendwie eine Brücke bauen? Nee, wenn ich jetzt hier Puff mache, geht der andere weg. Also sehe ich gerade keine Möglichkeit, da hinten zu kommen. Schade. Ja, ja, genau, ja, ja, klar. An den Dracheneiern vorbei und gib ihm. Okay, wir brauchen doch einen Eisblock, das raff ich. Leroy Jenkins! Hat nicht geklappt. Ich bin da kein Leroy. Auch richtig geil, wenn man sich überlegt, dass der Typ es inzwischen zu einer Hearthstone-Karte gebracht hat und auch zu einem eigenen NPC und auch einem eigenen Achievement. Einfach nur aus so einer Scheiße, ey. Feier ich ein bisschen. Die obere Hälfte der großen Kurbel. Ich habe eine große Kurbel. Bin ich jetzt da hinten schon auf den Pilz eigentlich drauf gesprungen? Ich bin schon wieder. Das ist noch einmal ausprobieren, ne? Ach, hör mal, ich sehe nichts, wo ich hinspringen muss. Geht aber weg da, Leute. Vielleicht passiert auch was, wenn ich lang genug drehe. Namensgenerator wird auf jeden Fall dann Verwendung finden beim nächsten Projekt nach Bug Fables irgendwann. Da habe ich ja dann vor, Monster Sanctuary zu spielen, und da gibt es dann ganz viele Monster, die man Namen geben kann. Da könnt ihr dann gerne Punkte ausgeben, um euch für einen Namen zu entscheiden. Vielleicht passe ich die Kosten auch nochmal an.
Scheint auch nichts zu bringen. Mann. Ich bin beim Latein am Ende. Der hier ist zu kurz. Also der. Ja, warte mal, der. Reicht das? Nein, das reicht auf keinen Fall, oder? Nee, 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 nee. Warum mache ich mir das Schimpfen vielleicht noch komplizierter als es sein muss? Ja, ja, so der Plan zumindest. Sag mal, du Zentis-Männchen hier, kannst du mal hier bleiben? Oder ein Toka, ich habe schon wieder vergessen, wovon der ist. Wann die mich erinnern? Es sollte jetzt wirklich sein, dass wir das obere Level erreichen. Obere Stockwerk. Das wirkt ein bisschen komisch. Lass uns bloß sicher sein, dass wir fertig sind. Ja, fertig. Ne? Fertig kann man sein. Ey. Haben wir noch irgendwas zum Kochen vielleicht? Haben wir schon mal Honig? Mann, das ist gekochter Honig, ne? Ach, ich wollte mir noch wieder Rezepte raussuchen, habe ich auch schon wieder vergessen. Mach jetzt mal die Hard-Mode-Medaille rein. Falls jetzt der Bosskampf kommt. Ohohoho! Seid ihr nicht mit, ein paar fleißige Arbeiter? So. Wer seid ihr? Entschuldige mich. Oh, es ist Motiva vom Konzert vom Festival. Wow. Es ist uns eine Ehre, so eine berühmte Persönlichkeit zu treffen. Das klingt schon besser. Ja, und sie kommt anscheinend mit ihrem persönlichen Stalker. Ich bin kein Stalker. Ich konnte einfach nicht widerstehen, mich reinzuschleichen. Eure Arbeit zu sehen hat mich so inspiriert. Hehe, Dankeschön. Nun, es wird euch doch nichts ausmachen, wenn wir uns einfach das Artefakt holen. Bitte, bitte, bitte. Was? Na, auf keinen Fall. Wir haben die ganze Arbeit gemacht hier. Ach komm schon. Komm, ich erwähne euch auch in meiner nächsten Show. Das wird euch so viel Aufmerksamkeit geben. Aber wenn man darüber nachdenkt, was wir an Aufmerksamkeit kriegen, wenn wir das Artefakt zurückbringen? Ich würde euch nicht empfehlen, jetzt hier irgendwie großartig ja, sassy zu werden. Wie sagt man? Überheblich zu werden? Oder aufmüpfig? Wofür braucht ihr überhaupt das Artefakt, hä? Während ich damit beschäftigt war, den Bewohnern Bagarias Freude zu bringen, habt ihr euch einfach in den Schlangenmund geschlichen. Und nun reden alle nur noch über euch. Das ist nicht unser Problem! Ich werde nicht die Belohnung aufgeben! Ja, der Gipfel könnte Antworten für uns bereithalten.
Deswegen werden wir nicht von hier weichen. Also ich kümmere mich ja nicht so wirklich um Berühmtheit oder Reichtümer. Also würde ich euch vorbeilassen. Aber... Oh, Kabu. Meine Freunde scheint es etwas zu scheren. Also ist meine Antwort nein. Also habt ihr euch entschieden, den harten Weg zu nehmen. Okay, macht euch bereit. Ihr würdet ein... Ihr würdet ein anderes Erforscherteam, Forschungsteam angreifen? Ohohoho. Es ist eine Welt, in der Insekten Insekten essen auf dem Weg zum zur Berühmtheit. Belege euch nur ein bisschen schlafen, keine Sorge. Okay, meint, was ihr wollt. Wir werden euch jetzt schön den Arsch versohlen. Warum steht wieder schon wieder vorne? Davon bin ich kein Fan. Das. Ei! War das low, ey. Also möchtest du wirklich kämpfen, Zesp? Ich wette, du denkst, du gewinnst, weil du so cool bist und so groß. 25 Gesundheit, eine Verteidigung. Oha. Mach dich bereit, meinen Bumerang in deinem Gesicht zu sehen. Schön, meine ich. Nun, wenn ich mich auch nicht vorher für ihre Shows interessiert habe, wird dies wahrscheinlich nicht helfen. 20 Gesundheit hat die. Wir sollten wahrscheinlich uns erst um sie kümmern, sogar wenn Zesp danach dann verrückt wird. Lass uns aufwischen hier. Ist denn mit ihm los, ey? Matrix oder was? Ja, yo, sonst ist aber alles in Ordnung, ne? Gut, wir verfolgen mal einfach Lives Rat. Was heißt, es ist eine grüne 1? Vielleicht kann ich den erstmal einfrieren. Unten Obix. Wow. Alter, was geht denn ab? Okay, wir haben die Hartmedaille drin, ne? Junge, 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 Junge. Kann eh nichts machen? Oh, ihr den Bumerang von Latz. Ja, man nichts zu heilen gerade dabei, ne? Ich jetzt noch mal einzufrieren. Das war ja ganz gut eigentlich.
Oh, jetzt hat er noch. Au! Tritt uns einfach ins Gesicht, ey. Was ist mit ihr los? Oh, sie hat keinen Respekt, ich schwöre. Nee, wir probieren gleich nochmal. Mach wahrscheinlich nur 2 oder 3 Schaden da hinten bei der, ne? Probier jetzt einfach nochmal den einzufrieren. Sehr gut. Oha! Ey, 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 ey! Das bringt mir jetzt leider gar nichts, dass du nochmal dran bist. Nein, verdrückt. Oh Gott, ich bin so doof. Was sollten wir eigentlich hinkriegen? Okay, Wii macht jetzt Motavia platt. Jetzt rast er wahrscheinlich völlig aus. Ist er größer geworden? Jetzt ist der unendlich lang. Hat der jetzt Verteidigung hoch. Okay, aber boah, was wir an Punkten kriegen dafür, Alter. Dass er fast direkt ein Level ab, ey. Achso, nee, das ist ein. Nee, nee. Ich dachte kurz, wir würden 52 Punkte kriegen. Hohohohoho. Junge, Junge, Junge.